ständig umgeknickt oder chronisch instabiles Sprunggelenk? In diesem Video erfährst du ein Übungsprogramm, womit du wieder stabile Sprunggelenke bekommst. Nicht selten erfahren Menschen, nachdem sie umgeknickt sind, ein lange anhaltendes Instabilitätsgefühl am Sprunggelenk. Bei manchen kann es sogar chronisch werden, wodurch sie immer wieder umknicken und sich wiederholte Verletzungen zuziehen. In der Therapie gibt es dann unterschiedliche Übungen, manche für die Kräftigung der Muskulatur, die andere für Dehnungen und auch Gleichgewichtstraining. Aber welche dieser Übungen sind denn die beste, um die Funktion deiner Sprunggelenken wiederherzustellen? Studien zeigen, dass die beste Übungen, um die eigenen wahrgenommenen Stabilität vom Sprunggelenk zu verbessern, sind die Funktionsübungen. Das heißt, Übungen, in denen die Funktion, das heißt Stoppen, Richtungwechsel, Kraft und auch Beweglichkeit von dem Sprunggelenk gleichzeitig gefordert werden. Viel mehr als eine Übung, wo du jetzt halt nur die Kräftigung hast oder nur die Dehnungen hast, ist es wichtig, dass du die Funktion von deinem Sprunggelenk wieder verbesserst. Weil nur dann dieses Instabilitätsgefühl dann sich wieder reduziert. Und nicht nur dieses Stabilitätsgefühl an sich, sondern auch das Verletzungsrisiko. Und wenn auch du stabile Füße bekommen willst, dann komm mit, ich zeige dir dieses Übungsprogramm. Für die erste Übung brauchst du ein kleines Handtuch. Und das sollst du jetzt zusammenrollen, so dass du so ungefähr so eine breite Rolle bekommst. Und das legst du jetzt auf den Boden und nun platzierst du deinen Fuß auf das Handtuch entlang seiner Länge. Und jetzt stellst du dich mit dem verletzten Fuß auf dem Handtuch drauf und versuchst du 20 Sekunden lang dein Gleichgewicht zu halten, damit der Fuß nicht komplett nach außen fällt, aber auch nicht komplett nach innen. Und in dieser Position bleibst du stabil wie möglich 20 Sekunden. Wiederhole diese Übung 5-mal. Für die nächste Übung geht es darum, dass du die Stabilität von deinem Sprunggelenk trainierst, indem du deinen Körper in verschiedenen Richtungen bewegst, wie zum Beispiel im Alltag oder im Sport. Du stellst dich auf das verletzte Bein drauf. Das Sprunggelenk, wo du Beschwerden hast, lässt du fix auf dem Boden und versuche gleichmäßig dein Gewicht zwischen Fersen, Kleinzehgrundgelenk und Großzehgrundgelenk zu verteilen. Vor allem achte darauf, dass der Großzeh nicht den Boden verlässt. Und jetzt versuchst du mit deinem gesunden Bein gestreckt so weit wie möglich nach vorne zu gehen, wieder in der Mitte, nach außen zu gehen, wieder in der Mitte und nach hinten zu gehen und wieder in der Mitte. Und diese Bewegungen wiederholst du nun immer zurück zu der Mitte für 10-mal in jeder Richtung, so dass du insgesamt 30 Bewegungen durchgeführt hast. Achte darauf, dass dein kompletter Fuß auf dem Boden bleibt. Du kannst gerne bei der Übung auch dein Knie beugen, um das Gleichgewicht besser zu halten bzw. die Stabilität weiter nach oben zu leiten, damit die Belastung vom Sprung, Knie und Hüftgelenk verteilt wird. Nachdem du diese Übungen gut durchführen kannst und dabei nicht umknickst oder nicht Schmerzenbeschwerden hast, dann geht es darum, dass du Alltagsbewegungen und auch Anspruchsbewegungen wieder trainierst. Das nächste ist es wichtig, dass du auch Sprünge in dein Stabilitätstraining wieder einsetzt. Weil genau Sprünge und Wechsel und Richtungswechslung sind das, was man im Alltag und beim Sportaktivitäten am meisten hat. Die erste und die leichteste Variante ist, dass du mit beiden Füßen auf dem Boden und dann gibst du einen Sprung nach vorne und landest auf dem verletzten Fuß, um dann wieder zurückzugehen. Beide Füße zusammen, mit beiden Füßen zusammen nach vorne springen, stabil auf dem verletzten Fuß landen. Nachdem du gelandet hast, kannst du den anderen Fuß wieder dazu nehmen. Die zweite Richtung, die du auch trainieren solltest, sind die Rückwärtssprünge. Und auch hier gilt es wie nach vorne, mit beiden Füßen zusammen nach hinten springen
und mit dem verletzten Fuß landen. Zurück in der Mitte, mit beiden Füßen nach hinten springen und mit den verletzten landen. Diese Übung solltest du nach Richtung wieder 10 bis 15 Mal wiederholen. Den nächsten Schritt, was du einbauen solltest, sind dann die seitliche Bewegungen. Es ist wichtig, diese Übung erst dann machen, wenn du mit Sicherheit die anderen Bewegungen beherrschst. Und am Anfang geht es dann als erstes nach außen. Beide Füße zusammen und dann seitlich springen und halten. Beide Füße zusammen, seitlich springen und halten. Beide Füße zusammen, seitlich und halten. Und dann auch nach innen. Je nachdem, in welcher Richtung du umgeknickt bist, wird sehr häufig genau diese Bewegung auch vernachlässigt. Beide Füße zusammen und du gehst, wenn zum Beispiel das rechte Fuß das Verletzte ist, machst du einen Hüpf zu deiner linken Seite und bleibst stabil auf dem Sprunggelenk. Und wieder landen. Stabil nach innen hüpfen und wieder landen. Nachdem du diese einfache Bewegung eingebaut hast, wird das Training dann ein bisschen schwieriger. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter wissen willst, wie du von zu Hause mehr Bewegung, Kraft und Stabilität gewinnst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's. In eine Richtung zu hüpfen ist immer leichter, weil du dann weniger koordinative Aufgaben hast für deine Sinnesorgane und die Muskulatur. Anspruchsvoller wird's dann, wenn du beginnst, schräge Bewegungen einzubauen. Das heißt, du gibst jetzt einen Schritt bzw. einen Sprung schräg nach vorne außen oder und dann wieder zurück in der Mitte. Oder schräg nach hinten außen, um dann wieder zurück nach vorne zu kommen. Und auch hier kannst du versuchen, die Bewegung immer schneller zu machen und trotzdem nur dann zurück in der Mitte, nachdem du stabil auf dem Sprunggelenk gelandet bist. Wenn du schon diese Bewegung schmerzfreier gemacht hast, dann probier mal wirklich, statt Wiederholungen durchzuführen, nach Zeit zu arbeiten. Das heißt, du bewegst dich kontinuierlich 20 Sekunden in eine Richtung und dann 20 Sekunden in die nächste. Und die letzte und anspruchsvolle Übung ist, dass du die Hüpfe in eine Zick-Zack-Bewegungen durchführst. Am besten machst du dir kleine Markierungen auf dem Boden, so dass du jetzt auf deine rechte und linke Seite und die Markierungen sind so plus minus ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander. Und dann versuchst du mit einem Bein nach innen zu hüpfen, nach außen, nach innen, nach außen, nach innen und nach außen. Wenn du schon so weit bist, dass du genau diese Übungen durchführen kannst, und das gilt von unabhängig der Alter, das heißt, wenn du jetzt halt Schwierigkeiten hast, weil das Sprunggelenk oder deine Kraft nicht mehr so stark ist, dann probiere diese Übung am besten im Freien oder unter einer Matte oder etwas, wo du dich ein bisschen von diesen Stoßkräften Dämpfungen bekommst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und hilft dir dabei, wieder stabil auf die Füße zu kommen. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen!